So Leute, nächstes Video wieder für die Anfänger hier. Und zwar geht es heute ums Thema Rückenbeinschlag und aber auch, man kann die Übungen natürlich simultan für Brustbeinschlag auch ausführen. Beide Übungen sind in Rückenlage auszuführen. Ich brauche hier ein kleines Pullboy. Mir reicht das Pullboy, weil es sehr viel Auftrieb hat. Und ich zeige euch jetzt die Übungen. Ich lege mich jetzt in Rückenlage, nehme das Brett hier runter als Auftriebshilfe und mache einfach Beinschlag in Rückenlage. Ganz wichtig, der Rückenbeinschlag erfolgt ab der Hüfte. Und man macht kleine wechselseitige Bewegungen. Wenn die Bewegungen zu sehr aus dem Knie erfolgen oder einfach zu großflächig sind, ohne Rumpfspannung, dann wird es passieren, dass eventuell die Knie bei euch aus Wasser schlagen. Beim Brustschwimmen übrigens genau das Gleiche. Wenn man beim Brustschwimmen die Beine zu sehr hier anwinkelt, dann kommen die Beine aus dem Wasser raus. Und dadurch, dass wir diese Übung in Rückenlage jetzt ausführen und uns selber beobachten können, das seht ihr gleich, ich kann mich selber beobachten, könnt ihr euren Beinschlag einfach selber korrigieren und verfolgen. Jetzt geht's los, eine Bahn Rückenbeinschlag, eine Bahn Brustbeinschlag. Jetzt wird es wieder laut, also geht ins Wasser. Achtet bei der Übung trotzdem drauf, dass der Rumpf nicht absinkt, sondern dass der Rumpf direkt unter dem Pullboy bleibt und ihr eine gute Wasserlage habt. Die Beine, also die Füße, die dürfen an der Wasseroberfläche sich bewegen. Da hört man wieder das sogenannte Zischen. Und das ist ein Indiz dafür, dass der Beinschlag richtig ist oder euer Abdruck vom Beinschlag ans Wasser gut ist. Jetzt eine Bahn Brustbeinschlag in der Rückenlage. Also wirklich, das Pullboy hilft euch einfach dabei, dass ihr hier einfach ein Widerlager erzeugen könnt. Spult nochmal kurz zurück. Ganz wichtig beim Brustbeinschlag, schaut, dass die Beine unten schließen und zwar zeitgleich. Ihr könnt es selber verfolgen, also probiert es aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.